Am nächsten Morgen absolvierte ich meinen letzten Auftritt als Chorsänger von Kirchenmusik. Ich musste die Langspielplatte Deep Purple in Rock unbedingt besitzen, so schnell wie möglich. Doch wie sollte ich sie kaufen? Ich hatte damals kein eigenes Geld. Ein halbes Jahr später konnte ich aufatmen. Ich war aus dem Internat rausgeflogen. Im Sommer arbeitete ich, welch Zufall, in Frankfurt am Main und kaufte mir meine erste Langspielplatte, Deep Purple in Rock. Es fehlte mir nur noch der Plattenspieler, dann hatte ich so ziemlich alles zum Glück. In diesem Lebenssommer kamen zufällig auch noch Deep Purple in die Frankfurter Messehalle und ich konnte Ritchie Blackmore erstmals beim Zertrümmern seiner Fender Stratocaster zusehen. Es war nicht schade um sie, denn bei Child in Time hatte sie ohne dies anders geklungen als auf der Platte. Später erfuhr ich, dass er bei der Studioaufnahme eine Gibson verwendet hatte. Mit meinen 16 Jahren saß ich in einem Untermietzimmer mit eigenen Schallplatten, eigenen Liebessorgen und rauchte Gitan ohne Filter. Ich hörte Child in Time, nahm die Gitarre zur Hand und spielte die Intro-Akkorde nach. Das war nicht schwer. G-Dur, G-Dur, A-Moll. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Doch der Einzige, der hier Gitarre spielte, war ich. Auf der Platte war nur die Hammond-Orgel zu hören. Wenn dann Ritchie Blackmores Gitarre einsetzte, musste ich aussteigen. Ich klappte die LP-Hülle auf und versuchte wenigstens dem Text zu folgen. Ich bemerkte, dass die Satzzeichen fehlten. Zum Beispiel gleich in der ersten Zeile ein Komma. Aber wo setzt man es? Nach Time oder nach Child? Es ergab jeweils eine andere Bedeutung. Der Unterschied ist nur gering. Der süße, unschuldige Bengel, mit dem der Song anhebt, wird einer Welt von Kriegen ausgesetzt. Ob das Kind dieser Situation erst mit der Zeit gewahr wird, wie ein Komma nach Child nahelegen würde, oder ob es, setzt man das Komma nach Time, das Schicksal der Kinder dieser Zeit ist, in eine Kriegswelt hineingeboren zu sein, an der Substanz ändert sich nichts. Das Lied handelt von diesem Gegensatz. Und der ist im Text zwar benannt, aber er tut sich vor allem in der Musik auf. Es ist der Gegensatz von John Lords klassischen Orgeletüden und Ritchie Blackmores energiegeladenen Gitarrenriffs. Der Text deutet eine Geschichte an. Erzählt wird sie aber erst durch die Musik.